Wir reden über den VfB Stuttgart. Mein Name ist Simeon Kramer und bei mir wie gewohnt in der Leitung mein Kollege Danny Gallm. Danny, grüße dich. Grüße nach Rommeshausen, Simi, Servus. Ja, Danny, ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir nicht zu zweit sind im Podcast. Also natürlich hatten wir auch schon Gäste und waren zu dritt. Aber dass wir intern vom ZVW jetzt noch jemand Drittes an Bord haben, das kam glaube ich noch nie vor, oder Danny? Nein, das hatten wir glaube ich noch nicht. Und umso schöner ist es, dass wir heute den Max bei uns in den Leitungen haben. Müssen wir ja dann heute sagen, Max, ich grüße dich. Hi. Hi Danny, hi Simeon. Ähm, danke, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich richtig drauf. Ja, kurz zur Einordnung für euch da draußen. Max macht gerade ein Praktikum bei uns beim ZVW und begleitet uns als sportbegeisterter VfB-Fan natürlich auch ein bisschen im Beruf. Eine Sportjournalistin war dabei jetzt gegen Leipzig beim Heimspiel mit dir, Danny, war im Stadion, hat ein bisschen ja, Sportjournalismus Luft schnuppern dürfen, war dabei im Pressebereich auf der Pressetribüne. Und ja, Max, erzähl doch ganz, ganz kurz, wo du herkommst, was du machst und warum du hier zu uns zum ZV wieder zugestoßen bist, damit die Leute dich kurz kennenlernen. Jo, also ich bin der Max, ich bin vor einem Jahr nach Ansbach gezogen, dort kann man nämlich Ressortjournalismus studieren in Richtung Sport dann ab dem dritten Semester und das hat mich eben überzeugt, dann eben dorthin zu ziehen. Man muss bis Ende des zweiten Semesters eben vier Wochen in der in Redaktion reingeschnuppert haben. Und weil ich eben aus Schondorf komme, hat sich dann die ZVW eben jetzt in den Semesterferien angeboten. Und deswegen mache ich eben mein vierwöchiges Praktikum jetzt hier und durfte dann jetzt das ein oder andere Mal mit dem Danny schon bei der Sportredaktion reinschnuppern und eben auch gegen Leipzig dann mit im Stadion sein. Ja, klingt super, klingt gut. Ganz kurz von uns noch die Info. Also ihr seht, es ist immer wieder möglich, in den Job reinzuschnuppern. Es gibt immer wieder Möglichkeiten, hier ein Praktikum zu machen. Wenn ihr darauf Bock habt, wenn ihr was in die Richtung studiert und reinschnuppern wollt, meldet euch bei uns. Wir sind, wie ihr seht, immer offen für, für neue Gesichter. Die uns helfen, uns unterstützen und auch von uns lernen können. Hoffentlich von uns lernen können. Das, das können wir ja nicht beurteilen, wir, ob die Leute was von uns lernen. Ja, das muss der Max dann in seiner Bewertung am Ende nach den vier Wochen dann sagen, ob, ja, das, ob das so toll war mit dir. Ich habe mich ja ein bisschen rausgehalten, weil Max, du hast ja angefangen bei uns, wo ich im Urlaub war. Deswegen haben wir uns jetzt gar nicht richtig gesehen. Homeoffice, Corona macht das ein bisschen kaputt. Aber ich glaube, der Danny, der hat dich ganz gut unter seine Fittiche genommen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also hat mega Spaß gemacht und war echt super mit dem Danny, ja. Deswegen, Max, darfst du zum Abschluss deines vierwöchigen Praktikums hier heute auch dabei sein. Deswegen, wie immer, kurz der Themenüberblick. Wir sprechen natürlich beim Themenblock 1 über das Leipzig-Spiel, das jetzt am Sonntag zu Hause war. Dann müssen wir auf den Transfermarkt schauen. Da ist echt viel los zurzeit beim VfB. Wer kommt, wer geht, da möchten wir euch ein kleines Update geben. Und wir blicken natürlich voraus auf das kommende Bundesligaspiel gegen Werder Bremen. Da erwartet den VfB, würde ich sagen, ein schwieriges Spiel gegen einen Aufsteiger. Und mit diesem Themenblock schließen wir dann den heutigen Podcast ab. Deswegen lasst uns doch direkt mit dem ersten Themenblock starten, nämlich mit dem Rückblick aufs Leipzig-Spiel. Ich moderiere heute, weil ihr zwei im Stadion wart und ich nicht. Ich war zwar privat dort, aber nicht im Dienst. Deswegen direkt mal die Frage an dich, Danny. Eins zu 1 gegen Leipzig, letztjähriger DFB-Pokalsieger, absolute Top-Mannschaft, das kann sich sehen lassen, oder? Absolut, und wir haben ja auch mal wieder grandios daneben getippt. Wir waren in der letzten Woche sehr pessimistisch mit unseren Tipps. Das haben uns auch manche Hörerinnen und Hörer vorgeworfen. Völlig zu Recht, wenn man jetzt im Nachhinein gesehen hat. Denn äh, das war zwar, wenn man sich den Spielverlauf anschaut, ein glücklicher Punktgewinn, aber er war absolut nicht unverdient. Und ähm, es hatte halt einfach mehrere Phasen dieses Spiel und der VfB hat da ganz, ganz äh, brenzlige Situationen auch überstanden und wir haben viele Themen, die uns dieses Spiel mit auf den Weg gegeben hat, viele positive Themen. Flo Müller ist da ein Stichwort. Wir haben aber auch ein paar Baustellen ausgemacht und ja, jetzt so in der Rückschau, Semi, ich glaube, es war einfach gut, dass der VfB vielleicht die Leipziger jetzt relativ früh in der Saison bekommen hat. Denn man hat es auch bei denen gesehen, so, das, das greift noch nicht jedes Rad ins andere. Jetzt haben sie Timo Werner noch verpflichtet, einen, einen guten treffsicheren Stürmer vorne drin. So, und der VfB vielleicht dann auch mit der Euphorie, erstes Heimspiel, davor Karawane Kannstadt, hat es dann gut gemacht, natürlich auch in der einen oder anderen Situation das nötige Quäntchen Glück gehabt, beziehungsweise einen bärenstarken Florian Müller gehabt. Und so steht dann unter dem Strich, finde ich. Ein, äh, ein achtungserfolg ein absoluter achtungserfolg du hast es angenannt, äh, genannt fast absteiger vfb gegen amtierenden pokalsieger champions league teilnehmer aus leipzig ganz andere finanzielle möglichkeiten ganz andere qualität im kader und ähm, dafür fand ich hat der vfb das richtig gut gemacht ähm, natürlich mit seinen problemchen im spiel ähm, aber unterm strich äh, kann der vfb mit der gezeigten leistung und auch mit der punktausbeute gut leben. Und ich glaube, Max, da holen wir dich doch mal rein. Du saßt die ganze Zeit neben mir. Ist schon gleich zu Beginn gesagt, so gute Plätze hast du im Stadion noch nie gehabt, oben auf der Pressetribüne. Was hast du mitgenommen vom Spiel? Ähm, ja, also ich fand es eine gute Leistung. Ich fand es vor allem auch eine reife Leistung, weil in der letzten Saison hat man oft gesehen, dass man eben Kurz vor Schluss dann doch noch ein Gegentor bekommen hat und immer sehr zittern musste und viele Punkte eben in der Schlussphase liegen gelassen hat. Und da hat mir vor allem gefallen, wie man da in der Nachspielzeit eben relativ wenig noch zugelassen hat. Dann gab es mal einen Perea-Vorstoß, der zwar nicht irgendwie Richtung Tor ging, aber er ist eben auf der linken Seite durchgelaufen, hat da viel Zeit rausgeholt. Es gab dann noch einen Freistoß in der sechsten Minute der Nachspielzeit, glaube ich, wo man sich auch viel Zeit gelassen hat und es war einfach clever gespielt. Deswegen hat es mich, mich einfach gefreut, dass man eben den verdienten Punkt ähm, über die Zeit retten konnte und insgesamt fand ich es eine gute. Leistung insgesamt von der Mannschaft. Und ja, also hat mich, hat mich gefreut und ähm, finde es auch super, dass man jetzt nicht eben mit null Punkten nach Bremen reist, sondern eben schon mal einen Punkt äh, gegen Leipzig geholt hat und nicht 100% unter Druck steht, wie wenn man jetzt null Punkte geholt hätte. Ja, vielen Dank für eure Einschätzungen. Bevor wir inhaltlich nochmal auf die Partie eingehen, Danny, du hast es auch schon angesprochen, Flo Müller zum Beispiel. Wir haben aber auch einige Fehler ausgemacht, die jetzt im Leipzig-Spiel vorkamen. Bevor wir darüber sprechen, möchten wir euch noch mal so ein bisschen den Blick hinter die Kulissen geben. Das wollt ihr ja immer, das fordert ihr ja auch ein bisschen ein. Das ist ja auch unsere Aufgabe, euch ein bisschen zu erzählen, zu erklären, was unser Job ist. Deswegen, Max, an dich die Frage: Du warst jetzt das erste Mal mit dabei auf der Pressetribüne. Du hast das erste Mal so einen Ablauf mitbekommen rund um so einen Heimspieltag beim VfB. Wie war das für dich in der Mixzone, Pressekonferenz, oben auf der Pressetribüne? Was ist es für dich für ein Job? Ähm, also ich fand es einen sehr interessanten Tag. Es war eben ganz anders, als wenn ich normal ins Stadion gehe. <laughs> da bin ich normalerweise äh, schon einen Tag vorher aufgeregt und bin gespannt, was es für ein Spiel wird. Diesmal bin ich ganz anders an die Sache rangegangen, wusste eben, okay, ich bin heute nicht so emotional dabei, sondern eher sachlicher. Deswegen auch bei der Karawane. Normalerweise laufe ich da mit und bin da halt. Äh, Total mit dabei, sing alles mit und es war eben eine Umstellung, eben dann dabei zu stehen, Fotos zu machen und nicht mitzuspringen. Ähm, das war auf jeden Fall eine interessante Erfahrung. Dann kamen wir in das Stadion rein, die Sicht bombastisch, also so eine gute Sicht hatte ich wirklich noch nie. Normalerweise ist es mir im Stadion eher wichtiger, dass ich eben bei der Stimmung bin und dass es eben laut um mich rum ist und viel Emotionen und so und da ist mir die Sicht dann meistens nicht so wichtig, aber bei dem Spiel war es eben dann dadurch, dass ich eben mit euch dabei war, ähm, ja eine. Top Sicht, man hat wirklich alles wunderbar sehen können. Ich habe das Spiel auch entspannter angeguckt, muss ich sagen. Ich war eben nicht so mit dabei wie sonst und äh, dadurch war ich etwas gelassener, sonst bin ich schon immer sehr nervös, auch während dem Spiel. Ähm, ich war auch gespannt, wie wird es wohl sein, wenn ein Tor fällt. Normalerweise springt man rum und freut sich und jetzt war ich halt in einem Umfeld, wo man eben das äh, nicht konnte und dabei hat mir auch sehr geholfen, dass eben wir alle in einer also Reihe saßen, wo halt nur Journalisten saßen und dadurch sind die eben auch nicht aufgesprungen und damit waren wir eben in so einem ruhigen Umfeld. Es war dann als Reaktion einfach ein breites Grinsen, als das Tor gefallen ist und ähm, genau, also das war wirklich wirklich schön. Ähm, auch toll, dann eben zu sehen, also so zu beobachten, wie, wie verhalten sich die Fans und so, was man eben normalerweise eben äh, von der anderen Seite her ähm, kennt. Also es hat mich wirklich richtig gut, äh, mir wirklich richtig gut gefallen. Ähm, was ich auch interessant fand, nach dem Spiel müssen ja schnell die Berichte und so geschrieben werden. Und ähm, meine Aufgabe war ja, die Dreierkette hinten genau zu beobachten, genauso wie ein Müller, in den Torwart. Und ähm, das war halt auch interessant, so taktisch auf das Spiel zu schauen, was ich sonst halt immer so eher situationsbedingt so, ich freue mich, wenn ein Einzelner was gut gemacht hat, aber ich kann jetzt direkt nach dem Spiel nicht sagen, wer jetzt besonders viele gute Aktionen hatte. Und das war eben dieses Mal auch komplett anders. Und es war dann auch total schwierig, sich zu konzentrieren, weil dann kommt ja die Mannschaft nochmal zur Kanzler Kurve und äh, werden dann nochmal bejubelt und so. Und du bist aber nicht mittendrin und jubelst Schmidt, sondern schreibst eben gerade deinen Bericht und dann gibt es noch die Interviews mit dem Stadionsprecher und so. Also, das war schon schwierig, aber es hat funktioniert. Und genau, du hast angesprochen, danach ging es in die Mixzone und die habe ich mir auch anders vorgestellt. Ich dachte, da kommt man eben dann irgendwie in die Nähe vom, vom, vom Feld irgendwo drin und die laufen dann so an einem vorbei und Einzelne geben Interviews. Wir sind ja dann Eben da in die Scharena gelaufen und äh, man macht die Tür auf und plötzlich steht links ein Silas und man denkt, das ist es Silas. Und dann, ja, klar, es ist Silas, ich bin ja gerade in der Mixzone. <laughs> ähm, rechts läuft der Schulinow grinsend vorbei, dann steht links der Stadionsprecher, spricht uns an, unterhält sich mit uns. Der Werle steht rechts mit ein paar Kollegen. Also, das war wirklich äh, total spannend. Und dann stand da eben schon der Misslintat zusammen mit den ganzen Journalisten, die schon da waren. Und dann hat man da sein Handy eben auch reingehalten. Eine Tür weiter war der Materazzo und hat die Pressekonferenz gegeben. Also, es war wirklich richtig viel, was ich da äh, an Eindrücke gew gewonnen habe, auch nach dem Spiel, was da alles noch für einen Journalisten eben noch abzuarbeiten ist. Aber rundum war es wirklich ein schöner Tag und hat mich ri hat richtig Spaß gemacht. Ja, es, macht, es freut mich richtig, dir zuzuhören bei deiner Beschreibung, weil es mir einfach nochmal zeigt, was für einen geilen Job wir hier machen, Danny. Ich glaube, es tut, <laughs> ich glaube, es tut immer mal wieder gut, von außen zu hören, was wir eigentlich für ein Privileg haben, diesen Job ausüben zu dürfen. Ähm, aber ganz kurz zur Einordnung nochmal für euch da draußen. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, durch die Umbauarbeiten gerade an der Haupttribüne finden ja zum Beispiel, Max, du hast es gerade beschrieben, die Mixzone, die Pressekonferenz, die Bereiche, die sind nicht mehr unter der Haupttribüne wie sonst, sondern jetzt eben in der Scharena. Das bedeutet für uns, die Laufwege sind viel länger geworden. Wir sitzen während dem Spiel auf der Pressetribüne, aber müssen dann eben nach dem Spiel schnell unsere Artikel schreiben, schnell alles veröffentlichen. Da ist nichts mit jubeln oder sich freuen, sondern da ist Fokus auf den Text. Und dann müssen wir eben wieder runter, ums Stadion rumlaufen, rein in die Scharena. Und da findet dann alles weitere statt. Also durch uns ist der Umbau, oder nicht für uns, ist der Umbau ein bisschen erschwert worden. Das macht es ein bisschen schwieriger, Danny, aber ich glaube, das kriegt man trotzdem gut hin, oder? Absolut, nur muss man, glaube ich, noch sagen, Max, ich glaube, wir sind komplett falsch gelaufen, weil da, wo wir lang gelaufen sind, wo du gesagt hast, wir haben Silas getroffen und Holger Laser und natürlich mit den allen noch kurz gequatscht und so. Ich glaube, das war nicht der geplante Weg, weil wir kamen, wir mussten ja dann auch unter so einer Absperrung wieder durch, weil wir mitten auf, also wir standen quasi auf Seite der Spieler und der Mannschaft. Wir sind auch am Leipziger Mannschaftsbus vorbei. Ähm, da hat man halt auch gemerkt, das ist jetzt das erste Mal Spieltagsbetrieb im Stadion. Da wusste auch noch nicht jeder Ordner dann so ganz genau, ja, wo dürfen die jetzt da lang, müssen die da lang. Äh, aber das hat unterm Strich, finde ich, hat das alles super geklappt. Und dann, äh, mir hat es jetzt auch ganz gut gefallen, wie du das alles nochmal geschildert hast, weil für uns ist es halt so, ich achte da gar nicht mehr drauf. Wir gehen da halt hin und dann sprechen wir mit Sven Missintat und mit Matarazzo und Co und Tralala. Das ist für uns dann halt Part of the Job, das ist völlig normal und umso schöner eigentlich. Freut mich jetzt richtig, dass es dir so, so viel Freude dann gemacht hat. Und ich fand auch einen interessanten Aspekt, den du angesprochen hast. Man unterschätzt es manchmal, dieses Arbeiten in einem fast vollen Stadion. Also das, das, das ist halt, das erfordert auch eine Menge Konzentration, dann da zu sitzen, schnellen Spielbericht zu liefern, saubere Einzelkritiken zu liefern, wenn um einen herum äh, die Bierbecher fliegen und, und, und 60.000 Rabatts machen. Das ist schon, das ist schon, da hatte ich zu Beginn meiner Zeit auch Probleme weil das eben, natürlich sitzt man am liebsten für sich in Ruhe, kann sich schöne Formulierungen überlegen, hat natürlich am liebsten noch drei Stunden Zeit für seinen Text. Das ist am Spieltag eben alles nicht so. Da ist es laut, da ist es mitunter schmutzig, da muss es schnell gehen. Ähm, das muss man alles, glaube ich, manchmal berücksichtigen, gerade für, für Berufsanfänger oder für Praktikanten, dass die das auch noch nicht so... Also ich kann es ganz gut ausblenden, sagen wir es mal so. Ich setze mich ins Stadion und kriege vom drumherum, es sei denn, es passiert irgendwas Spektakuläres, wie gegen Köln, äh, kriegt man es in der Regel gar nicht so sehr mit, ehrlicherweise dann, weil man ist fokussiert auf seinen Text, auf seine Aufgabe und, und arbeitet es dann eben so ab. Und deswegen fand ich es super interessant, wie du es jetzt nochmal aus deiner Sicht eben ein bisschen beschrieben hast. Und Danny, um das vielleicht zum Abschluss zu bringen: Ich glaube, nachdem wir beide jetzt das Köln-Spiel überlebt haben in der vergangenen Saison, ich glaube, jetzt überleben wir alles, weil das, was da passiert ist, das war so extrem und es waren so viele Emotionen und so viel ja Trara und so viel Drama. Also ich glaube, da sind wir glaub, richtig geshaped worden als Sportjournalisten. Genau, Max, Spiel. stell dir das vor nach dem Köln-Spiel. Einzelkritiken. So, mhm. wir haben, der Simi und ich haben, glaube ich, auch mal kurz überlegt, so, Alter, macht es überhaupt Sinn, nach sowas jetzt Einzelkritiken zu veröffentlichen? So, das ist ja völlig, es war ein historischer Moment, das ist aber eigentlich jetzt völlig wurscht, ob, ob, ob der Silas oder der Thiago da mal in der fünften Minute falsch gestanden ist oder so. Aber so, das ist, das ist, schon, das ist schon ein Faktor. Und das Köln-Spiel war halt so eine Eruption, wo man auch mal, ich glaube, Simi, wir haben das beide in unserer Sonderfolge dann mal schön beschrieben, da sitzt man auch mal ganz kurz da und dann klappt man auch mal einen Laptop zu, einfach um das mal aufzusaugen, um das zu erleben. Bei so einem stinknormalen Kick, jetzt nichts gegen das Leipzig-Spiel, aber es ist halt für uns dann Business as usual, ähm, dann, dann fällt es natürlich deutlich leichter, absolut. Wobei ich beim Köln-Spiel mein Laptop nicht zugeklappt habe, weil ich habe, glaube fünf Liter Bier auf meinen MacBook bekommen und war kurz vor dem Herzinfarkt, weil ich dachte, der geht jetzt kaputt. Also mit entspannten Zurücklehnen war gegen Köln nichts. Aber Spaß beiseite, blicken wir nach vorne, beziehungsweise noch kurz ein paar Schritte zurück. Ähm, das Leipzig-Spiel, wir haben es angesprochen, Danny. Das war die Karawane-Kantstadt davor. Es war irgendwie Baustelle in der Mercedes-Benz-Arena. Komisch mit der Stimmung mit der Haupttribüne. Wie war das jetzt für dich auch als, als Sportjournalist? Wie war das auch für dich, Max? Du kannst danach auch was sagen. Karawane, geile Stimmung, dann aber im Stadion, Baustelle. Man sieht irgendwie überall Beton rumfahren. Wie war das? Ich fange vielleicht mal an. Also, ich fand so Karawane und so, das war gefühlt wie immer. Also, wie vor Corona, es war gutes Wetter, es war gute Stimmung, es war gut was los. Im Stadion, durch die Baustelle, was die Lautstärke angeht, habe ich es für mein Empfinden gar nicht so den großen Unterschied gemerkt, wie zu einer vollbesetzten Haupttribüne auch noch. Aber so im Gesamtpaket fand ich es dann doch das ein bisschen was gefehlt hat so steht auf wenn ihr schwaben seid da stehen halt nur drei Tribünenteile auf und der, der, der vierte fehlende Teil der ist halt weg so ähm, aber unterm Strich ähm, weiß ich auch nicht ob man das Leipzig Spiel so als, als Maßstab für die Stimmung nehmen kann das ist ja einfach nur peinlich was die da abziehen das ist Sonntag Saisonauftakt die kriegen 3000 Tickets zur Verfügung gestellt und ich glaube, am Ende waren 600 Leute da. Also, das, 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 ich finde, zu einer super Stimmung gehört auch immer ein proppevoller Gästeblock, der da richtig Gas gibt, der, wo sich auch die Emotionen ein bisschen hochschaukeln, alles natürlich gut im Rahmen. Und das war halt gegen, gegen dieses Konstrukt. Das ist ja oft so, auch wenn Wolfsburg oder so kommt, da, da kommt dann halt aus der Ecke im Stadion überhaupt nichts. Also, da ist es mir viel lieber, äh, es, 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 es kommt dann Schalke oder der BVB, wo halt einfach auch dann. Teilweise auf der Gegentribüne, unter Türkheimer Kurve sieht man dann eben Schwarz-Gelb oder Königsblau, wo man einfach merkt, so, boah, da ist jetzt heute richtig knisternde Stimmung in der Arena, weil eben auch die Gästefans Rabatts machen. Das war am Sonntag natürlich nicht so, und aber die VfB-Fans, ich glaube, da brauchen wir jetzt gar keine Worte mehr drüber verlieren. Das, das ist immer großartig, was sie abziehen. Ähm, und wenn die Karawane davor noch läuft, ist es was ganz Besonderes immer wieder. Und. Ja, ich fand es hat sich dann auch schnell auf die Mannschaft übertragen von der Spielweise. Ich fand es war ein sehr sehr kampfbetonter, leidenschaftlicher Auftritt und dann pusht sich das finde ich immer so gegenseitig hoch. Also, das fand ich. Da hat man dann während dem Spiel, als es sich dann auch hochgeschaukelt hat, vor allem in der zweiten Halbzeit, habe ich nicht mehr dran gedacht, dass unter mir jetzt, wir sitzen ja oberrang Haupttribüne, dass da eigentlich niemand sitzt. Aber Max, vielleicht, wie hast du es wahrgenommen? Es ist ja jeder da ein bisschen unterschiedlich auch. Ähm, ja, also ich fand die Stimmung richtig gut. Es kann auch daran liegen, weil ich eben sonst immer in der Cannstatter-Kurve irgendwo bin. Und diesmal haben, hat halt die ganze Kurve in unsere Richtung auch gebrüllt. Und dadurch fand ich es teilweise richtig, richtig laut, was ich sonst eben, also sonst ist halt so, dass um einen rum halt auch alle mitschreien so. Aber ich hatte jetzt das Gefühl, dass ich eben, dadurch, dass ich nicht mittendrin war, das nochmal ganz anders wahrgenommen habe. Und da fand ich es teilweise also gerade nach dem Tor oder kurz vor Schluss, wo so klar war, okay. Nachspielzeit ist fast rum und wir werden wahrscheinlich den Punkt holen. War es nochmal richtig laut, also das hat mir richtig gut gefallen. Ich dachte auch, dass es äh, mehr Einfluss irgendwie nimmt, dass eben unter uns die, äh, die Baustelle ist, aber ich fand es gar nicht so schlimm, wie ich es ähm, befürchtet hatte. Und genau, also mir hat die Stimmung echt richtig gut gefallen. Klar, wenn ähm, irgendwie Dortmund oder so da ist, dann pusht sich eben nochmal auf. Wenn dann irgendwie die Dortmunder irgendwie scheiß auf oder so rufen, dann sind halt unsere noch mehr angefixt und dann wird es halt noch lauter. Das kam jetzt diesmal nicht, aber ähm, ich, ich muss sagen, also die Stimmung hat mir richtig gut gefallen. Simi, wie war es denn für dich? Du warst ja privat im Stadion. Wo bist denn du gesessen und wie, war, wie hast du das wahrgenommen? Oh, ich wollte es eigentlich nicht sagen, weil jetzt wird unser Podcast auf Spotify wieder mit so einem Merkzeichen versehen wegen äh, vulgärer Sprache. Ich fand scheiße, weil ich saß auf der Gegentribüne. Ich saß äh, so mit dem perfekten Blick auf die Haupttribüne. Und aus dieser Perspektive sah es echt Müll aus. Also, ja, aber genau aus dem Grund ist es ja eigentlich interessant so, weil, wie Max das richtig sagt, wenn wir da oben sitzen, du, das fällt dir gar nicht auf. Und auch am TV-Bild fällt es ja nicht so auf. Aber wenn du ja wirklich wie à vis sitzt und die ganze Zeit da in dieses Loch guckst. Wo ab und zu mal noch ein paar Bauarbeiter drin rumgestiefelt sind und die Bälle eingesammelt haben. Also stelle ich mir ja. schon grotesk vor. Also, ich fand es wirklich nicht schön anzusehen. Ich muss sagen, das wird jetzt ja ein bisschen länger so sein. Es wird länger der Fall so sein, dass es so aussieht. Was ich so blöd fand, ist, kriegt man das nicht hin, dass man das mit einer Plane oder so abdeckt? Also, ich erinnere mich, glaube ich, an, an Real Madrid, die ja große Umbauarbeiten hatten in ihrem Stadion. Die hatten doch in den Champions League-Spielen immer so eine riesenblaue Plane über den kompletten Unterrang gezogen und man hat dann nur den Oberrang gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt oder ja. ob euch das irgendwie einfällt. Ja, ich habe das auch noch vor Augen. Und ich hatte das eigentlich auch so verstanden, dass der VfB sowas machen möchte. Aber was sie dann, glaube ich, nur gemacht haben, ist, dass sie so eine so eine kleinere Wand hinter die Trainerbank gestellt haben, sodass da zumindest nicht so, dass man da jetzt nicht im, im, im Bauschutt steht, mehr oder minder. Aber ich hatte das ehrlicherweise so verstanden, dass man da, äh, dass man da was drüber legt. Keine Ahnung, da läuft da halt, was ist gerade Sponsor Ensinger und so. Kann man ja dann da noch ein bisschen vermarkten vielleicht. Ich weiß es nicht, aber ich hatte das schon erwartet, dass sie das so ein bisschen abdecken. Aber wer weiß, vielleicht ist das ja auch irgendwie Schwachsinn, das abzudecken, weil das irgendwie für die Bauarbeiten dann blöd ist, weil man muss das hinmachen, wegmachen und so. Keine Ahnung. Ja, aber es sah wirklich, also es sah, es sah halt auf, aus wie auf einer Baustelle. Also es war halt der komplette Unterrang war weg und du hast von der Gegentribüne quasi durchgesehen, wieder ins Freie hinter der Tribüne, weil da alles offen war halt. Und ich, war, das sah halt, ich fand, das sah richtig beknackt aus. Und das ist doch gleich eine Frage, Danny, die du morgen in der Pressekonferenz stellen kannst an Pellegrino Materazzo, auch an Tobi Herbert, an den Pressesprecher. Leute, ist da was geplant? Wollt ihr das irgendwie noch abdichten? Wollt ihr da was drüber ziehen? Weil so wie es jetzt gelöst war, das ist richtig gesagt, das waren so Bauzäune mit einer schwarzen Folie halt drauf, wo die Sponsoren und so drauf standen. Ich fand, das sah kacke aus. Ich glaube, das sahen andere auch so. Deswegen, ja, mal gucken, was da passiert. Wir fragen Aber dann lasst, nach. Ja. Frag nach. Aber dann lasst uns doch jetzt mal wirklich zum, zum Spiel zurückkehren. Wir haben jetzt eine ganz schön lange Einführung gemacht. Jetzt ist es so, Danny, dass wir am Tag nach dem Leipzig-Spiel, am Montag, so eine inhaltliche Analyse geschrieben haben. Das machen wir ja immer gerne mit einem Tag Abstand, mit einem Tag Pause auf das Spiel zurückblicken. Du warst ein bisschen dafür verantwortlich zu schreiben, was dir gut gefallen hat, was, was dir aus dem Leipzig-Spiel hängen bleibt. Meine Aufgabe war so ein bisschen den Finger in die Wunde zu legen und zu schauen, ah, wo gibt es denn noch Verbesserungspotenziale. Jetzt fangen wir mit dem Guten an. Erklär uns doch mal, was nimmst du aus dem Leipzig-Spiel mit und worauf kann der VfB aufbauen? Ich habe es schon erwähnt, äh, es ist dieses Kämpferherz. Äh, der Rino hat auf der PK nach dem Spiel von, von Löwen gesprochen. Seine Jungs haben gekämpft wie die Löwen. Und das hat man gesehen. Und zwar ähm, habe ich mir das auch abgeleitet. Und ich glaube auch, dass es das eine direkte Folge ist von dieser verschärften... Ansprache gegenüber der Mannschaft, die sich durch die ganze Vorbereitung gezogen hat. Reno hat es klar gemacht, vom ersten Tag der Vorbereitung an, dass es um jeden Punkt geht, um jedes Tor, um jeden Moment, um jeden Zweikampf. Und das habe ich gegen Leipzig gesehen. Ich habe da eine Mannschaft gesehen, die wirklich alles in die Waagschale wirft, die wirklich sich in jeden Ball wirft, die dann natürlich nicht alles wegverteidigen kann gegen RB Leipzig. Das ist einfach. Wahnsinnig Qualität, Christopher und Kunku ein Wahnsinnskicker, ein Sensationskicker und davon haben die noch ein paar in ihren Reihen. Ähm, da kriegst du nicht alles wegverteidigt, aber du hast eben durch dieses Engagement, durch diesen Leidenschaft, durch diesen Willen, finde ich, wahnsinnig gut dagegen gehalten, ihnen phasenweise sogar auch Probleme bereitet. Nicht über die gesamte Partie gesehen, aber immer wieder warst du mal zwischenzeitlich gut drin und du hast dich vor allem nicht aus dem Konzept bringen lassen. Wir haben es ja angesprochen, euphorisierte Stimmung. Max und ich, wir waren glaube ich auch der Meinung, dass es ein relativ guter, konzentrierter Start war vom VfB in die Partie und dann zack, achte Minute, ein Kunku, so der erste vernünftig rausgespielte Angriff von Leipzig, steht 1-0, so zack. Das ist ein richtig, eine, eine eiskalte Dusche gewesen und die Mannschaft hat sich davon aber nicht beirren lassen. Sie kamen nicht sofort zurück, das war so ein bisschen ein Wirkungstreffer, haben sie ein bisschen zu knabbern gehabt, aber dann haben sie sich an ihren Plan gehalten auch ein bisschen taktisch umgestellt, Silas ein bisschen vorgeschoben, früher anlaufen lassen und zack, waren sie auf einmal wieder in der Partie drinne. Haben das Tor gemacht, super herausgespielt und dann in der zweiten Halbzeit eben, wie ich ja erwähnt habe, mit, mit sehr viel Leidenschaft das Ganze äh, zu Ende verteidigt, einen überragenden Torhüter gehabt. Und das ist, finde ich, einer der positiven Dinge, die wir mitnehmen sollten aus diesem Spiel. Denn wir müssen einfach, Simi, wir haben ja diskutiert auch, als wir den Artikel dann zusammen gemacht haben, wie, wie hoch können wir diese Baustellen hängen? Wie, wie, wie groß sind diese Probleme? Weil es ist halt einfach RB Leipzig. Das ist wahrscheinlich mit, mit Dortmund und mit Bayern. Das sind diese drei Teams, die allen Bundesliga-Teams in spielerischer, in individueller Qualität überlegen sind. Du wirst immer Probleme haben gegen die. Und deswegen dann immer die Frage: So, ja, wir haben da Baustellen ausgemacht, aber liegt es jetzt daran, dass der VfB da so große Probleme hat? Oder liegt es an der Qualität des Gegners? Aber vielleicht, bevor wir das diskutieren, Sieh mir nennen doch mal kurz deine, deine Hauptbaustellen, die zwei, die du ausgemacht hast. Ja, gut, dass du das schon eingeordnet hast, weil hinter diesen ganzen Baustellen steckt natürlich ein ganz starker Gegner, nämlich RB Leipzig. Aber auch Pellegrino Matarazzo wird nach dem Spiel jetzt nicht sagen, Jungs, es war alles gut, es war halt ein guter Gegner. Nee, auch der wird sich anschauen, was für Baustellen da sind und was besser gemacht werden kann. Ich habe zwei große Baustellen rausgearbeitet, die ich im Artikel aufgegriffen habe. Das ist zum einen das Zentrum. Da hat mir so ein bisschen die Kompaktheit gefehlt. Das waren mir zu große Löcher vor der Dreierkette bzw. vor der Fünferkette. Ja, es ist natürlich richtig, dass Leipzig eine super starke Umschaltmannschaft ist, neben Bayern wahrscheinlich die stärkste. Aber das ging mir dann doch zu einfach, wie vor allem in der Anfangsphase und dann so ab Minute 60 die Leipziger sich leicht durchs Zentrum vor den Kasten von Flo Müller kombinieren konnten. Das lag zum einen natürlich an der großen individuellen Qualität, aber auch an Wataru Endo und Naoya Hamada. Die haben das Zentrum einfach nicht zugekriegt. Ich finde Endo hatte nicht seinen besten Tag, muss ich sagen. Und Ahamada hat oft zu überhastet gewirkt, ist zu oft aus, von seiner Position, von seiner linken Achterposition weggerückt, hat dadurch das Zentrum geöffnet. Und auch über die Außen war es so, wenn zum Beispiel David Raum von Leipzig über die Außen nach vorne gekommen ist, ganz oft konnte er frei zurücklegen in den Rückraum, in den Rücken der Abwehr. Und da haben Endo und Ahamada und Führich auf der rechten Seite einfach ein bisschen gefehlt. Das war mir zu wenig. Und zum anderen, diese linke Seite des VfB hat mir auch nicht so gefallen. Da hatten Trio Abstimmungsprobleme. Also Hiroki Ito, Naui Ahamada und Silas. Das war noch nicht so stabil, wie es rechts der Fall ist. Also mit Wagnoman, Mafropanos und Fürich. Das ist für mich schon eine super stabile Seite. Aber links, ja, der Japaner, der Ito, der hat geackert, gefeitet, der hat gekämpft. Aber der wurde halt im Stich gelassen. Und das lag zum einen daran, dass ich fand, dass Silas noch nicht so sein Level hat aus der Vorbereitung. Da haben wir ihn ja viel gelobt, haben viel gesagt, ey, der Junge, der ist wieder der Alte, das passt. Aber er war da in der Defensive nicht stabil genug und auch anfällig. Und hat da oftmals die Seite aufgemacht und dann hatte eben Ito ein Überzahlspiel gegen sich, also ein 2 gegen 1. Und ein Spieler, an dem ich so ein bisschen... Ja, an dem sich die Geister scheiden, weil, ich meine, er hat ja ein Tor gemacht, aber er war nicht so stabil, wie es ein Karasor zum Beispiel war, ist Ahamada. Also der hat ein enormes Potenzial, darum geht es auch gar nicht. Der hat es aufblitzen lassen, der hat es eins zu eins gemacht mit einem wirklich wunderschönen Treffer. Aber ich fand, gegen den Ball hat er ein bisschen unreif überfordert gewirkt. Er hatte manchmal falsche Pressing-Momente, ist manchmal überhastet rausgerückt aus diesem Trichter und hat damit die Seite links und auch das Zentrum aufgemacht. Hier muss aber auch erwähnt werden, der hat halt gegen Leipzig gespielt und nicht gegen Bremen. Also unterm Strich sind es zwei Baustellen, die ich ausgemacht habe, die so ein bisschen zusammenhängen. Ahamada ist für mich so ein bisschen die 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 Schlüsselbaustelle in Anführungszeichen, der zum einen im Zentrum dafür sorgt, dass er die Seite äh, des Zentrum aufmacht und zum anderen aber die linke Seite ein bisschen destabilisiert, indem er genau die gleichen Fehler macht. Also ich weiß nicht, ob ich dazu negativ war, denn ich glaube, es ist wichtig, Baustellen anzusprechen. Ich weiß nicht, ob du das genauso siehst oder sagst, ah, nee, das, das war mir dann doch zu negativ. Nee, in der Sache finde ich, hast du bei allem recht. Ich, ich frage mich nur, und da, da frage ich euch, was ihr davon meint. Ich glaube einfach, dass es so dieses kalkulierte Risiko ist, dass der VfB mit so einer Personalie wie Ahamada auf der Position eingeht. Du bringst ihn eben, du weißt, das ist noch ein verdammt junger Spieler, 20 Jahre alt, er hat einen Mordsoffensivdrang, gute Qualitäten, aber nach hinten hat er noch. Entwicklungspotenziale und wie soll er sich diese erschließen und entwickeln, als nicht in, in der Wettkampfpraxis und im Wettkampf mit den Besten lernst du eben halt auch am meisten. Also, so ein Spiel gegen Christopher Kunku und Co. im Zentrum zu verteidigen, ich glaube, A, du kannst da nicht glänzen als, als defensiver Mittelfeldspieler und B, glaube ich, Du, du lernst da verdammt viel. Aber vielleicht seht ihr es anders. Max, wie hast du es wahrgenommen? Das Zentrum vom VfB ist uns, glaube ich, auch schon während dem Spiel immer öfters aufgefallen, gerade diese, dieses Thema Rückraumverteidigung, wenn Leipzig über die Flügel kam und dann zurückgelegt hat, dass da große Löcher geklafft haben. Wie siehst du es? Ähm, ja, also ich sehe es genauso. Also es war ein, zwei Mal, wo auch der ähm, Olmo dann frei zum Schuss kam aus 25 Meter oder so, wo, wo eben in der Mitte niemand so richtig auf den aufgepasst hat. Also da habe ich auch auf jeden Fall Defizite gesehen. Aber ich glaube, ähm, es war ja vor der Saison jetzt, ähm, hat der Matarazzo ja gesagt, dass es ihm jetzt mehr um die Punkte geht als um die Entwicklung. Aber ich glaube auch, dass so ein Ahamada eben, wenn man jetzt so ein Spiel 1-1 spielt und ähm, der Ahamada eben äh, schießt ein Tor und er entwickelt sich weiter über die nächsten Wochen, dass das dann eine ne gute Mischung vielleicht ist, dass eben der Ahamada jetzt äh, sich immer weiterentwickelt und trotzdem um ihn rum alles so funktioniert, dass man eben dann einen Punkt gegen äh, Leipzig holt. Und äh, weil ihr einen Silas angesprochen habt, das war uns ja auch aufgefallen. Also auf der linken Seite mit Wagnumann und Anton oder Maphropanos hat es äh, mit der Abstimmung echt gut funktioniert. Und rechts war es halt manchmal echt so, dass der Silas da ähm, erst gar nicht rausgerückt ist oder eben an der Strafraumkante oder so stand und dann aber die Frei zum zur äh, Flanke kommen hat lassen. Also ähm, da hat auf jeden Fall noch Luft nach oben. Und ähm, aber wenn das funktioniert, ja dann dann sehe ich da auch positiv auf der linken Seite. Ja, absolut. Und du hast es gesagt, ja wir müssen das immer sehen. Können es gar nicht oft genug betonen. Sorry, Sieh mir wenn du schon weiterspringen willst. Aber es ist halt RB Leipzig. Es wird gegen Bremen anders aussehen. Und zu Silas vielleicht noch kurz von seiner Veranlagung und was er gelernt hat, wenn man das so überhaupt sagen kann, als Fu Profifußballer, ist er halt Stürmer, ist er halt Angreifer, hat einen Mordsoffensivdrang. Und der Leidtragende ist eben dann der arme Hiroki Ito, der da hinten dran aufräumen muss. Und die, da passt die Abstimmung noch nicht. Das ist eine Schwachstelle. Und ich fand es aber dann. Doch irgendwie positiv zu sehen, wenn wir bedenken, es hat halt dann doch zu einem 1-1 gegen Leipzig gereicht. Also bin ich da frohen Mutes mit Blick aufs Wochenende gegen Bremen. Absolut, absolut. Und es soll auch gar nicht so klingen, als wären das jetzt irgendwie katastrophale Baustellen, die sofort gelöst werden müssen. Nein, natürlich. Ahamada ist ein junger Spieler. Silas ist ein Offensivspieler, der natürlich Offensivdrang hat. Aber ich finde es trotzdem wichtig, immer mal ein bisschen von dem in Anführungszeichen hohen Ross runterzukommen und genau hinzuschauen, was läuft nicht, was kann besser werden. Das ist ja auch der Job von Rino, der jetzt in dieser Trainingswoche die Fehler aus dem Leipzig-Spiel aufarbeiten muss, die auch ansprechen will. Ähm, deswegen dachte ich, machen wir das auch so. Es muss nicht immer alles rosa-rot sein. Man kann auch mal sagen, was nicht so gut lief und was im nächsten Spiel besser gemacht werden sollte. Was auf jeden Fall nicht besser gemacht werden sollte, Danny, du bist da ein bisschen der Experte, ist das Torwartspiel. Das war wirklich stark, sehr stark von Florian Müller jetzt am vergangenen Sonntag. Ist er jetzt richtig angekommen? Ich meine, er hatte eine wirklich durchwachsene Saison. Ich erinnere mich an den riesen gegen Köln, wo es dann fast in die Relegation gegangen wäre, weil er den Ball nicht fangen kann. Es war eine viel kritisierte Person. Jetzt ein richtig starkes Spiel gemacht. War das sein Breakout Game? Ich würde es ihm wünschen. Ob es das war, werden wir in den nächsten Wochen sehen. Was man aber schon im Laufe der Vorbereitung sehen konnte, ist, hinten ist was zusammengewachsen. Und dass Florian Müller in der vergangenen Saison so eine durchwachsene, manche sagen schlechte Spielzeit hatte, das lag eben auch daran, dass der die komplette Sommervorbereitung quasi nicht da war, hat Olympia gespielt. Mit der deutschen U21 war es dann, denke ich, kam spät erst zum Team, war ja neu zugangen. Da hat viel Zeit gefehlt, sich mit seinen neuen Teamkollegen einzuspielen. Und das hat man gemerkt. Umgekehrt merkt man es jetzt eben. Die Dreierreihe hinten, Anton Mavropanos, Ito und dann Müller im Tor, die haben eigentlich die komplette Vorbereitung zusammengespielt. Die hatten sechs Testspiele mehr oder minder zusammen. Und das siehst du auf dem Platz und ich erinnere mich im Trainingslager habe ich mit dem Torwarttrainer gesprochen mit dem Steffen Krebs der hat immer wieder zu Recht finde ich dann betont da gesagt ja hinten raus kam es auf jeden Punkt an und der Flo hat uns gegen Wolfsburg und Bayern eben auch eminent wichtige Punkte gerettet und wenn man so will knüpft er jetzt an dieses Leistungsniveau an und die Hoffnung ist ja natürlich dass er jetzt endlich zu diesem lange ersehnten Rückhalt äh, geworden ist Schrägstrich wird und ich finde es gibt Anzeichen dafür dass es so kommen wird das Leipzig-Spiel ist das beste Beispiel dafür. Ich finde, er ist auch was seine Körpersprache angeht, etwas offensiver, etwas mutiger. Was seine torwartspezifischen Qualitäten angeht, auf der Linie war er schon immer stark, auch im 1 gegen 1, gute Positionierung. Ähm, da da finde ich, da war er letzte Saison eigentlich auch schon okay. Da ist er sogar noch ein Stück weit besser geworden, finde ich. Was ja das große Thema war äh, in der vergangenen Runde, war das Thema Flanken. Raumverteidigung bei hohen Bällen, fand ich jetzt, konnten wir jetzt gegen Leipzig noch nicht so sehr überprüfen, ob das besser funktioniert oder nicht. Aber so insgesamt von seiner Körpersprache, von seiner Ausstrahlung her, ähm, war das natürlich ein absoluter Schritt nach vorne. Und äh, Max, du hast, glaube ich, nach dem Spiel, du hast ihn in der Mixzone ge gehabt, gesehen, gesprochen. Was war so dein Eindruck von ihm? Der wirkte schon ein bisschen euphorisiert. Ich habe nur das Band abgehört, das du, du, du mit angeschleppt hast. Aber wie hast du ihn so wahrgenommen dann nach dem Spiel? Ist ja schon ein bisschen Zeit vergangen. Aber er hat ja auch nicht widersprochen, als man ihn dann gefragt hat, äh, ob er denn jetzt das beste VFB-Spiel in seiner Zeit hier in Stuttgart gemacht hat. Ähm, genau, also ich habe es so empfunden wie du. Ähm, da war so eine gewisse Euphorie, sodass es jetzt äh, endlich geklappt hat. Und genau, er hat nicht widersprochen, als gefragt wurde, ähm, war das jetzt sein bestes Spiel. Und ähm, trotzdem hatte er so ein bisschen diese Zurückhaltung, von wegen, dass er jetzt nicht so komplett äh, hochschießt, sondern eben weiterhin so, ja, wir haben als Team äh, zusammen das äh, geschafft und er hat dann einen Teil dazu beigetragen. Also er bleibt weiterhin so ein bisschen zurückhaltend, aber... Ähm, Trotzdem habe ich das Gefühl, dass es ihm sehr gut getan hat, das Spiel. Und ähm, ich hoffe, dass es eben so wird wie beim Kobel, der auch ein erstes Jahr hatte, wo äh, vielleicht auch das, der ein oder andere Fehler noch mit drin war. Und dann kam aber halt eine Bombensaison. Und ich hoffe eben, dass das ähm, eben jetzt Müller genauso gelingt. Und ich bin gespannt, wie die nächsten Wochen dann auch gegen Bremen und so, wie sich das weiterentwickelt. Ja, ich bin auch gespannt. Ich muss auch sagen, ich hätte so eine Leistung von ihm jetzt in dem Spiel gar nicht unbedingt erwartet. Ich wusste, er ist stark auf der Linie, aber ich hatte das Gefühl, nach der vergangenen Saison, auch dem Köln-Spiel, bleibt da vielleicht ein Knacks übrig? Nein blieb es nicht, aber es ist Spieltag 1 von 34, es kann noch viel passieren. Denn ich weiß noch, gegen München hat Sven Missend, hat, äh, also am 33. Spieltag, hat Sven Missend, hat. Müller total hoch gelobt und du hast schon gesagt, ah, warum loben die denn jetzt so hoch und gegen Köln gab es direkt den Patzer. Also hoffen wir mal, dass dies sich jetzt gegen Bremen nicht wiederholt. Ähm, bevor wir diesen Themenblock Leipzig aber abschließen, möchte ich auch noch über eine Personalie reden, Danny, vor allem mit dir, Atakan Karasor. Für mich im Stadion ein ganz, ganz überraschendes Comeback. Ich hätte ihn A weder im Kader erwartet noch B auf dem Platz dann. Er wurde ja eingewechselt. Pellegrino Matarazzo hat ja in der Pressekonferenz vor dem Leipzig-Spiel und auch schon die Tage davor immer gesagt, der ist noch nicht so weit, der braucht noch ein paar Wochen. Jetzt stand er auf einmal im Kader und dann sogar auf dem Feld. Wir haben uns ein bisschen verarscht gefühlt, kann man ja schon so sagen. Ja. Ähm, wie, 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 wie schätzt du die ganze Sache ein? Es war in der Rückschau war es clever gemacht natürlich, dass Serino im Vorfeld bewusst das, das Feuer rausgehalten hat. So war glaube ich seine Formulierung und dann alle ein Stück weit überrascht hat damit, dass er im Kader stand. Und wenn Mislintat hat sich das ja einfach damit erklärt, dass er gesagt hat, ja, wir wollten erstmal mal gucken, wie weit ist er, wie sind seine Werte. Und die müssen halt top gewesen sein. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, ich habe das nicht gesehen. Da müssen wir dem Sportdirektor glauben. Ähm, und dann war es halt einfach auch so: spieltaktisch hat es natürlich Sinn gemacht, in dieser Phase da ganz zum Schluss äh, mit, mit Karasor einen, einen Stabilisator noch reinzubringen, der zu dem Kopfball stark ist. Ich glaube, es war die 90. Minute, sechs Minuten Nachspielzeit auf der Uhr. Ähm, das macht natürlich sportlich absolut Sinn, den da reinzuschmeißen. Ähm, nichtsdestotrotz, alle waren überrascht, Max, du und ich, wir saßen auf der Tribüne, haben die Aufstellung bekommen, gesehen, oh, Karasor, interessant, okay. Und ähm, bei seiner Einwechslung, da würde mich jetzt deine Sicht, semi interessieren. Also Max hat es mir schon bestätigt, hinter uns gab es vereinzelt Pfiffe. Wie war es bei dir auf der Gegentribüne? Wie war der Moment, als Karasor eingewechselt wurde? Also ich habe auch mit ein paar Freunden gesprochen, die im Stadion waren, die auch gesagt haben, es gab vereinzelte Pfiffe. Ich habe das gar nicht so wahrgenommen, richtig. Also ich habe natürlich speziell darauf geachtet, wie das Stadion reagiert, wenn Karas so eingewechselt wurde. Aber ich habe jetzt nicht so viele Pfiffe gehört. Ich hätte mehr erwartet, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht waren das, Danny, hinter euch die typischen Haupttribünen, Bruttler. Aber ich muss zugeben, dass ich davon nicht so viel wahrgenommen habe. Ich hatte auch das Gefühl, das war halt jetzt eine Spielphase wo es spitz auf Knopf stand, wo so eine Einwechslung jetzt gar nicht so wahrgenommen wurde, sondern es eher darum ging, oh, komm, noch sechs Minuten, bringt das Spiel über die Zeit, holt uns den Punkt. Ich glaube, wenn er jetzt irgendwie in der 60. Minute eingewechselt wurde bei einer 3-0-Führung, wo die Stimmung aus war, dann wäre das vielleicht anders gewesen. Und deswegen muss man sagen, unterm Strich clever gemacht von dem VfB, clever gemacht von Pellegrino Matarazzo, ihn jetzt reinzuwerfen, obwohl er vorher gesagt hat, der spielt eh nicht. Dann hat niemand damit gerechnet, dann kam er und jetzt ist dieses, oh je, der Karasor spielt das erste Mal, das ist jetzt schon vorbei. Wenn er jetzt gegen Bremen kommt, ist es das zweite Mal und dann nichts Neues mehr. Also unterm Strich, glaube ich, clever gelöst. Gut, ihn jetzt in dieser Phase zu bringen. Und wir sind gespannt, was mit der Personalie Atakan Karasor weiter passiert. Vielleicht noch ein Wort, bevor wir weiterspringen. Ich finde es eigentlich grundsätzlich gut, weil der VfB betont ja immer so, wir behandeln, er ist jetzt nicht verurteilt und gar nichts. Das ist das Verfahren, es gibt ja noch nicht mal eine Anklage. Und deshalb behandeln wir ihn nach sportlichen Kriterien. Und warum soll er dann nicht spielen? wenn er spielfit ist. So, das ist ja die reine Sicht, die der Pellegrino Matarazzo auf seinen Spieler haben muss. So, das klingt jetzt sehr hart, natürlich. Ähm, und ich kann mich erinnern, ich hatte unter der Woche, wir haben ja berichtet, warum er gespielt hat und haben halt natürlich in der Überschrift dann reingeschrieben, nach der Entlassung aus der U-Haft. Überraschendes Carasor-Comeback hat mich jemand kritisiert dafür, dass wir da geschrieben haben, ja, warum muss das so reißerisch formuliert sein mit Entlassung aus der U-Haft? Das ist nun mal halt so. Der junge Mann saß sechs Wochen auf Untersuchungshaft auf Ibiza, das ist ein Fakt, und der gehört eben zu dieser Geschichte zu diesem Artikel ganz eminent wichtig dazu. Ansonsten wäre es keine Nachricht wert gewesen, dass Caraso eingewechselt wird. Aber um das Thema hier im Podcast jetzt zuzumachen, der VfB geht weiter mit seiner Linie. Sven Mislintat sagt da klipp und klar, solange wir keine Anklage haben, gehen wir mit ihm so weiter um, wie wir das bis jetzt hier haben. Und das finde ich genau richtig aus Vereinssicht. Das müssen wir immer wieder dazu sagen. Was die moralische Ebene, juristisch und so weiter, damit befassen wir uns, wenn es dann soweit ist, wenn es eine Anklage gibt, falls es überhaupt eine gibt. Das warten wir einfach mal ab. Für den Moment scheint es nur so, dass Carasor deutlich früher wieder spielfit ist und vielleicht auch schon eine Rolle für die Startelf ist gegen Bremen. Wir sind gespannt, wir werden sehen. Aber Semi, du bist heute der, der das Heft des Handels in der Hand hat. Deswegen <laughs> schreite voran. Ja und das will ich vielleicht auch noch sagen. Aras äh, Atakan Karaso in der Startelf würde natürlich das Zentrum stabilisieren, würde natürlich bedeuten Endo rutscht auf die Achterposition. Ahamada muss dann vielleicht aus der Startelf raus. Und das würde vielleicht ein bisschen die Baustellen lösen, die ich angesprochen hatte. Aber lassen wir es uns überraschen. Bevor wir zum Bremen-Spiel vorspringen, lass uns noch ganz kurz den äh, Themenblock Transfermarkt abhandeln. Danny, vielleicht von dir einfach kurz, da ist einiges passiert. Kalaicic, Cholinov, Sosa, Zirksi, vielleicht auch. Was gibt's denn da? Boah, soll ich jetzt alles abhandeln alleine? Ja, oder nein. Oder Mach mal der erste Punkt und leite dann weiter. Wie immer. Easy peasy. Also. Ich sag mal so, Kalajdzic, das würde ich wirklich kurz halten hier im Podcast. Setz mir bitte nach. Wir haben jede Woche irgendjemand an der, an der Backe. Dieses Mal berichtet es die, die etwas renommiertere Times. Ähm, deswegen würde ich dem Gerücht, dass es in dem Status ist, äh, deutlich mehr Gewicht einräumen, zumindest von meiner Wahrnehmung. Wir haben keine Infos. Nach unserem Wissen ist auch bei Smen hat weiter kein Angebot im Postfach äh, eingeflattert, sei es äh, postalisch noch elektronisch. Ähm, dann picke ich mir die personale Schulinoff raus. Da haben die Kollegen von Sky berichtet, es wäre schon fix quasi der Wechsel zum RSC Anderlecht nach Belgien. Da sind unsere Informationen eine andere. Und zwar, dass es eben noch nicht fix ist, dass es da noch keine finale Einigung gegeben hat, dass da natürlich Interesse da ist. Das können wir bestätigen, absolut. Aber wir gehen jetzt noch nicht davon aus, dass es im Zeitpunkt der Aufnahme hier reinplatzen wird. Aber dennoch äh, sollten sich, glaube ich, alle Fans auf einen Abgang gefasst machen, denn Anderlecht möchte den Spieler haben, die sind bereit, die vom VfB aufgerufene Ablösesumme zu bezahlen. Und deshalb ist es jetzt eigentlich dann nur noch eine Frage ja, der Zeit, bis man sich dann, äh, bis man dann ein offizielles Angebot erhalten hat, bis die Verhandlungen abgeschlossen sind, Medizincheck und so weiter. Ihr kennt das ganze Zinnober, den ganzen Tralala schon. Und jetzt gebe ich gerne weiter, denn den Herrn Zirkzee habe ich gestern gekonnt ignoriert. Das dürft ihr bitte einordnen. Ich hatte gestern frei. <laughs> ja, Zirkzee und, und Sosa vielleicht auch noch ganz kurz. Ähm, ja, da kam eben dasselbe auch von Sky nochmal zum Thema Zirkzee. Da hätten wohl der FC Bayern München und der VfB Stuttgart miteinander telefoniert. Es ging um die Personalie, potenziell 20 Millionen Euro Ablöse. VfB will natürlich viel weniger zahlen. Aber Danny, ganz ehrlich, die haben miteinander telefoniert. Also ich glaube, Sven miss hat telefoniert jeden Tag mit 500 verschiedenen Vereinen, jetzt mal ganz übertrieben gesagt. Und da hier die typischen Sky-Kollegen, die halt irgendwas in ihre Transfer-Updates reinpacken müssen, ähm, die haben miteinander telefoniert. Ja, oh mein Gott, es ist natürlich ein ganz klares Zeichen dafür, dass Dirksi morgen zum VfB wechselt. Nein, also dieses Transfergericht würde ich mal ganz klar beiseite schieben. Darf ich ganz kurz rein, weil du so hart jetzt mit den Sky-Kollegen ins Gericht gehst? Ich würde es nicht ganz so harsch formulieren, aber für euch da draußen, haltet euch einfach vor Augen. Jeden Tag wird so eine Sky-Transfer-Update-Show produziert. Die braucht natürlich Inhalte. Das soll jetzt gerade nicht heißen, dass die da Quatsch erzählen. Das heißt aber für mich zumindest, ja, nur weil jetzt mal äh, Sven Islind hat mit einem Bayern-Verantwortlichen telefoniert, dass es dann sofort heißt, ach Gott, der kommt und schlägt morgen auf. Da bin ich ganz bei dir, Simi. Aber... Um das Ganze mal so ein bisschen zu entzerren, glaube ich, diese Transferzeit. Ich habe es schon oft gesagt, ich hasse sie wie die Pest. Es gibt so viele, viele äh, Informationen. Da sagt einer, was hier ist, was. Es ist wirklich undurchsichtig. Äh, behaltet da einfach einen kühlen Kopf. Nehmt nicht alles für bare Münze. Ähm, geht davon aus, dass wenn die renommierten Medien darüber berichten, dass es so stimmt. Bin mir auch sicher, dass es stimmt, dass sie miteinander telefoniert haben. Sven Mislint hat und wer auch immer, wahrscheinlich dann Salih Hamicic. Aber Haltet euch auch immer den Spiegel vor und wisst, da läuft sehr viel, da wird sehr viel telefoniert, da gibt es sehr viel Austausch. Das muss nicht immer gleich bedeuten, dass der VFB jetzt 20 Millionen, glaube ich, waren es, in die Hand nimmt und äh, diesen Spieler verpflichtet. Das nur zur Einordnung hinterher. Und das Beste hinterher ist das Sosa-Beispiel. Jetzt heute kam da irgendwie, doch gestern, glaube ich, auch in England, The Sun hat wohl gemeint, dass West Ham an Sosa interessiert ist. Sun ist aber nicht die Originalquelle, sondern eine kroatische Zeitung. Also da ist auch wieder, wieder viel Wirbel, da ist wieder viel. Die Zeitung greift die Info von der Zeitung auf und dann greift die andere Zeitung die noch auf. Und wahrscheinlich kommt die Info von wem auch immer, das weiß man nicht. Deswegen aufpassen bei solchen äh, Transfergerüchten. Also auch Bonner Sosa zu West Ham, da ist sicherlich ein Fünkchen Wahrheit dran, aber jetzt nicht so, dass es äh, morgen oder übermorgen konkret werden könnte. Genau das gleiche jetzt bei, Danny, du hast es angesprochen, Sascha Kalaitsch. Mit Manchester United. Auch da fällt irgendwie jede Woche ein neuer Verein, ein neuer Name zu dem Thema. Also da einfach vorsichtig sein, coolen, coolen Kopf bewahren, sich nicht verrückt machen lassen. Da kommt jetzt noch ganz schön viel und, und ich glaube, das wird uns noch eine ganze Weile begleiten. Diese Transfergerüchte, weil bis 1. September läuft es noch, also noch knapp drei Wochen. Da kann noch einiges passieren. Genauso kann natürlich auch noch ein Neuzugang kommen. Deswegen, das wird noch richtig spaßig, glaube ich. Dann lasst uns doch jetzt endgültig nach vorne blicken und damit so langsam zum Ende des Podcasts kommen. Wir blicken voraus auf das kommende Auswärtsspiel am Samstag gegen Werder Bremen. Normalerweise seid ihr es ja gewohnt von uns, dass wir euch ein paar Einblicke geben von der Pressekonferenz mit Pellegrino Matarazzo. Jetzt ist es diese Woche aber leider so, dass die PK morgen am Freitag ist. Wir nehmen heute auf, wie gewohnt, am Donnerstag und Freitag, einen Tag vor dem Spiel, erst den Podcast veröffentlichen. Das war uns zu knapp, einfach um euch zu sagen, warum wir das diese Woche so machen. In der letzten Woche haben wir erst Freitags veröffentlicht, weil das Spiel am Sonntag war. Da hatten wir die Möglichkeit, die PK noch mit reinzunehmen. Heute ist es so, dass knapp 20 Stunden vor Spielbeginn der Podcast, das ist einfach viel zu knapp. Deswegen müsst ihr leider ohne die PK-Analyse auskommen. Aber trotzdem, Danny, was erwartet den VfB jetzt an der Weser? Wie wichtig wird das Spiel? Ich meine, Bremen ist ein Aufsteiger. Die werden das erste Heimspiel jetzt haben nach dem Aufstieg. Da wird es richtig zündeln. Da wird eine richtig fette Stimmung sein. Worauf muss sich der VfB da einstellen? Wie schätzt du jetzt das Auswärtsspiel ein? Ich glaube, du hast die Antwort mitgegeben. Also, erstes Spiel nach dem Aufstieg. Die VfB-Fans kennen es auch noch. Ähm, da wird eine Menge Euphorie vorherrschen. Dazu kommt mit Werder Bremen, finde ich eine ganz, ganz interessante Mannschaft mit einem super spannenden Trainer, mit Ole Werner. Und ähm, ich empfehle, wer da ein paar Einblicke haben möchte, die Kolleginnen und Kollegen von The Zone haben da eine tolle Doku produziert, die Werder Bremen äh, das Jahr in der zweiten Liga quasi begleitet haben. Da bekommt man wirklich ein paar gute Einblicke und den Eindruck, den ich davon gewonnen habe, ist, dass Werder Bremen eine wahnsinnig. Eingespielte und gut abgestimmte Mannschaft ist. Vorne drin Dux. Und wie heißt er mit der Zahnlücke? Füllkrug, ich habe den Namen kurz vergessen. Ich, ich merke ihn mir immer nur über seine, seine Zahnlücke. Das soll jetzt gar nicht abwertend sein, das ist ein super Sturmduo. Dann haben sie, ich, ich, mir gefällt der Kader einfach irgendwie. Das ist so eine gute Mischung aus Stabilität und Spielfreude, äh, gepaart mit dieser Euphorie am Osterdeich, Weserstadion. Ihr kennt das, ein ganz tolles Stadion, auch ein sehr lautes Stadion. Das berühmte Horn, das dann am Samstag hoffentlich nicht so oft ertönt, wenn Werder Bremen ein Tor schießt. Ähm, das wird ein richtig dickes Brett werden. Aber der VfB, wir haben es ja schon erwähnt, darf da gut gerüstet reingehen in dieses Spiel, hat diesen Achtungserfolg gegen Leipzig, hat selber gezeigt, dass er wahnsinnig stabil ist. Und ähm, deswegen würde es mich jetzt auch interessieren, wie ihr Werder Bremen einschätzt. Habt ihr vielleicht den ersten Auftritt der Werder-Mannschaft gesehen in Wolfsburg jetzt am Wochenende? Ich habe da ehrlicherweise nur die, die Sportschau-Zusammenfassung mir nämlich reingezogen. Max, da leite ich jetzt mal ganz galant an dich weiter. Was erwartest du für ein Spiel gegen Bremen? Wie schätzt du die Mannschaft ein? Beantworte mal Dennis Frage. Ähm, ja, also ich freue mich richtig auf das Spiel. Normalerweise, ähm, wenn man jetzt gegen einen Aufsteiger spielt, habe ich immer nicht so Lust auf das Spiel, weil wenn man jetzt so gegen den Bochum oder so spielt, dann ist es meistens sehr zäh. Die stehen hinten rein, der VfB kommt nicht richtig nach vorne. Und ich glaube, äh, ich habe am Samstag Konferenz geschaut und mir haben die Bremer echt gut gefallen, haben schön nach vorne gespielt. Und ich glaube, uns erwartet ein Spiel, wo echt viel über die Offensiven geht. Und ich denke auch, dass viele Tore fallen. Ich denke, es wird ein ausgeglichenes Spiel. Ich sehe beide Mannschaften gerade ungefähr auf dem gleichen Stand. Aber ich freue mich echt, weil ich glaube, dass es einfach viel nach vorne gehen wird auf beiden Seiten und viele Torchancen geben wird. So schätze ich die Partie ehrlich auch ein. Das hat vor allem damit zu tun, dass Werder Bremen eigentlich die gleiche Formation spielt wie der VfB. Die spielen auch ein 3-5-2-System, das heißt eine Dreierkette mit zwei Wingbackern, die dann bei Ballbesitz des Gegners in eine Fünferkette umformatiert um, um werden. Die haben natürlich dann auch bei Ballbesitz des Gegners ein hohes Pressing, was ja diese Dreier- bzw. Fünferkette ausmacht. Du hast ja auf den Außen dann zwei Wingbacker. Ähm, die dann vorne schon Druck machen können, zulaufen können und du trotzdem eben noch mit drei Mann diese Konterabsicherung hast. Die haben wie der VfB auch einen Doppelsturm. Danny, du hast es gesagt, äh, mit Füllkrug und mit, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Duksch. Duksch. Heimatland. Nee, also das ist ja das Spannende die spiegeln sich quasi die Systeme wieder und es wird so ein bisschen ein Systemkampf, würde ich mal sagen. Und dieses 3-5-2 ist bekannt für hohes Pressing, für, für schnelle Umschaltmomente auf den Flügeln. Und deswegen schätze ich jetzt das Spiel auch nicht als 0-0 ein, weil Bremen nicht dieser klassische Aufsteiger ist, der sich hinten reinstellt, der 3-4-Konter im Spiel fährt und 1-0 gewinnt, sondern die wollen mitspielen, die wollen Fußball spielen, die haben mit Ole Werner einen spannenden Trainer, der offensiv denkt. Der eben wirklich auch nach vorne aktiv Fußball spielen will. Deswegen kann es durchaus ein offener Schlagabtausch werden, mit viel torraum mit viel Toren auch. Ähm, deswegen wird es ein packendes erstes Auswärtsspiel für den VfB. Und wenn wir uns zurückerinnern, dieses Trödeltor von Silas damals beim letzten ähm, Bremen-Auswärtsspiel, da haben die Bremer vielleicht auch noch eine Rechnung offen, auch wenn ich jetzt nicht glaube, dass die da zurückdenken. Aber ich glaube, das wird eine super spannende Partie ähm, im Weserstadion. Deswegen, Max, du musst leider anfangen dieses Mal. Wir kommen nicht an den Tipps vorbei für dieses Spiel. Danny, du kannst dich jetzt zurücklehnen, weil wir sind zu dritt. Da fällst du nicht ganz so auf, wenn du daneben liegst. Mhm. Ähm, Max, äh, let's go. Okay, ähm, also mein klassischer Tipp wäre bei dem Spiel eigentlich ein 2-2. Ich glaube, es äh, wird ein ausgeglichenes Spiel, viele Tore. Aber ich hoffe natürlich für den VfB, dass man dann eben kurz vor Schluss noch irgendwie äh, ein Konter oder so fährt und noch einen reinmacht. Deswegen tippe ich auf 2-3, also für den VfB. Nicht schlecht äh, für deinen ersten Tipp. Oh, ich weiß es nicht. Ich, ich habe nicht so das Gefühl also oft ist es ja so, dass man dann so ein Offensivspektakel erwartet. Und aus, aus meiner Kindheit und Jugenderinnerung war das bei Werder Bremen-Spielen-Beteiligung oft so, dass sie dann da irgendwie vier zu fünf gespielt haben. Also ich glaube, das wird nicht passieren. Ähm, ich glaube, dass äh, die beiden Coaches, Materazzo und Ole Werner, ähm, wirklich ein Augenmerk darauf legen werden, dass die die Defensive gut steht, dass man sich da eben nicht diesen offensiven Schlagabtausch Liefert, denen sich vielleicht viele Fans und Zuschauer offen, die aber den Trainern vermutlich eher ein Dorn im Auge wäre. Und deswegen erwarte ich eher ein ausgeglichenes Spiel auf Augenhöhe. Auch das ist ein absoluter Ritterschlag für Werder Bremen, finde ich. Also ich finde, die, ich finde das auch kein klassischer Aufsteiger im Sinne von, ah, da kommt halt irgendwie Kräuter Fürth oder Paderborn hoch, die mal so gucken und in der Regel dann die Mütze voll bekommen. Das erwarte ich eben gar nicht. Und dann ist es ein Spiel, wo, ja, wo es auf die entscheidenden Momente ankommen wird. Letzte Woche habe ich gegen den VfB getippt, diese Woche tippe ich auf den VfB, aber wenig spektakulär. Ich sage 1 zu 0. Ich sage, Flo Müller hält hinten die Null, knüpft an die starken Leistungen an. Vielleicht ist er auch wieder der Wunschvater des Gedanken. Und vorne drin, ja, vorne drin sehen wir den ersten Saisontreffer von Sascha Kalajdzic. Und indem du Max jetzt einen Sieg getippt hast und du Danny auch, muss ich ein bisschen den Spielverderber geben. Ich glaube, das Spiel geht 1 zu 1 aus. Zum einen, weil ich nicht wie ihr einfach auf den VfB tippen will, sondern weil ich natürlich auch was anderes tippen muss, damit ich richtig liege. Aber ich glaube auch, dass Werder Bremen es dem VfB schwer machen wird. Ich glaube, diese Spiegelung der Systeme, dieses 3-5-2, ich glaube, das wird schwierig machen, das Spiel des VfB durchzuziehen, weil Bremen eben genau gleich besetzt ist und dadurch eben genau gleich agieren und reagieren kann auf den VfB. Deswegen tippe ich auf ein ausgeglichenes 1 zu 1. Ich glaube, das wird schon ein bisschen ein wildes Spiel, aber es fehlt dann doch auf der einen und der anderen Seite so ein bisschen der Killerinstinkt, um das zu einem 2 zu 2 oder einem 3 zu 3 zu machen. Deswegen tippe ich jetzt einfach mal auf ein langweiliges 1 zu 1. Genau. Und wenn ich auf unsere Zeit schaue, wir haben jetzt schon wieder eine ganz schön lange Zeit gepodcastet, sind ja heute auch zu dritt. Deswegen geht es, glaube ich, auch völlig in Ordnung. Habe ich irgendwas vergessen, Danny? Max, willst du noch irgendwas loswerden oder passt es soweit? Also mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Äh, danke, dass ich dabei sein durfte. Es war ein super Podcast. Ich möchte mich bei dir bedanken, Max, dass du mich so fleißig unterstützt hast letzten Sonntag, denn es war jetzt ja nicht nur das klassische Praktikum sitzen und äh, schauen, was machen die anderen, sondern du hast mich ja tatkräftig unterstützt. Äh, vielleicht hat das auch den Florian Müller beflügelt, dass er wusste, dass du ihm eine Note geben darfst nach dem Spiel. Nein, das hat mir großen Spaß gemacht. Ich wünsche dir weiter viel Erfolg bei deinem Studium, bei allem, was du dir vornimmst, äh, beruflich wie privat natürlich. Und Simi, dir vielen Dank, dass du ein bisschen die Orga übernommen hast und uns schön durch die Folge geführt hast. Ja, sehr gerne. Und dann zum Abschluss, wie immer, der Werbeblock. Danny, du wirst für unsere Redaktion im Dienst sein am Samstag im Auswärtsspiel gegen Bremen. Deine Texte gibt's wie immer auf zvw.de/slash VfB und auf Social Media. Und dann noch kurz der Blick voraus auf die kommenden Wochen. Ja. Danny, ich glaube, bei dir platzen <laughs> morgen die Kronkorken. Du hast drei Wochen Urlaub. Morgen letzter Arbeitstag. Ja, nicht morgen. Ist Samstag ist ja noch Spiel. Ja, das ist doch kein Arbeitstag, irgendwie. Nein, Spaß beiseite. Samstag, letzter Arbeitstag und dann drei Wochen Urlaub. Ich glaube, du hast es verdient, du hast es verdient, mal die Füße hochzulegen, mal auszuspannen. Für mich heißt es aber, ich muss die nächsten drei Wochen richtig ran. Ich mache quasi alleine die VfB-Berichterstattung die nächsten Wochen podcasten. Kommt natürlich wie gewohnt die Folge einmal die Woche, aber es wird intensiv. Deswegen bleibt mir an der Stelle vielleicht zu sagen, Danny, dir auch einen schönen Urlaub dann. Dir eine gute PK morgen, dir ein gutes Spiel am Samstag und dann sehen wir uns in drei Wochen wieder und bis dahin an euch da draußen macht's gut, bleibt gesund, gebt uns Feedback, schreibt uns, was euch nicht passt, schreibt euch, was ihr anders haben wollt. Wir sind offen für euer Feedback und bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. <laughs>